Ich soll hier auch nicht runter. Wo wollen wir denn hin? Ach, da ans andere Ende. Ist ja schon fast Peine oder so in der Richtung. Naja, gut, okay. Dann habe ich eben nichts gesagt. Sind wir aber gut weit weg von unserem Standort, glaube ich auch, ne? Der da wo ist? Wo ist unser Zuhause? Da hinten. Da sind wir tatsächlich fett dran vorbeigefahren. Da fahren wir jetzt aber auch gleich dann einmal leer hin. Und managen das alles aus unserem Bürogebäude raus. Lehrte Ost. Ja, auch noch dran vorbei. Dann sind wir schon gleich in Peine. Was sagt denn der da in Hannover? Dann sollen die wirklich Peine hinschreiben. Steht das da? Kann man das noch nachlesen? Hannover Steinbruch. Ja, das könnte ja, ist Lehrte. Ich glaube, in Lehrte haben wir einen Steinbruch. So. Jetzt haben wir es aber gleich geschafft. Sprit haben wir auch noch genug drin, um gleich nach Hause zu kommen, ohne Auflieger. Und eins kann ich euch mit Sicherheit sagen. Diese Ausfahrt, ne, die wir jetzt gerade genommen haben, die würde eigentlich genau andersrum führen. Kommt nichts, perfekt. So. Dann fahren wir mal weiter. Aber wir kriegen immer, glaube ich, 6.000 dafür. Ich weiß auch nicht, warum wir so viel dafür kriegen. Was haben wir genommen? Fernfahrt, ne? Das ist ja keine Fernfahrt eigentlich. Wo aber über 200 Kilometer stand da. Oder über 250 sogar. Dann würde das ja quasi da schon mit reinzählen. So. Auf in den Steinbruch. Ich hoffe, die wollen den nicht wieder in den Arsch der Welt gestellt haben. Das hatte ich nämlich gestern bei dem anderen Profil, wo ich gezockt hatte. Da musste ich irgendwo einmal fünfmal im Kreis fahren, um an die Stelle zu kommen, wo ich hin will. So, und dann kriegen wir auch nur 40 EP dafür. Doch. Einmal hier ganz rum. Aber die nehmen wir mit. EP sind echt schwer zu kriegen. Alter, und hier im Geröll geht das Force Feedback übelst ab, ne? Ich habe das schon, Gott sei Dank, ein bisschen zurückgeschraubt. Das würde mir sonst die Finger brechen in dem Geröll. Ja. Und abgequält habe ich mich, um diesen blöden Anhänger da zu positionieren. Genau an so einer Position, wo er jetzt auch hin muss. Weil man da drin nicht wirklich wenden konnte. Allerdings ist das hier ein bisschen anders aufgeteilt, glaube ich. Ja, Tatsache, hier kann man besser wenden.
So. Lass mal so stehen. Yes! Gib her die Kohle. Düm, düm, düm. Plus, plus, plus. Erfahrung. Ach, für jedes Level gibt man auch einen Erfahrungsbonus. Fähigkeitsrang. Bonus für hochwertige Fracht. Sehr schön. Ja. 6000. Ist aber kein Plus. Das ist ja schon mit drauf gerechnet am Anfang. Das heißt, der Grundpreis wäre eigentlich das da gewesen. Das wird schon mit drauf gerechnet. So, Aufträge der Firma. Nein, wir wollen fortfahren, weil wir nach Hause möchten. Kann ich mir irgendwie Hannover jetzt markieren? Kann ich mir es als... Nee. Ach komm, wir fahren da. Wir kriegen das auch so und wir fahren da einfach so nach Hause. Ich finde den Weg schon. Ich bin geübt in solchen Sachen. So. Leer können wir noch über 200 Kilometer fahren. Da sollten wir jetzt gut mit hinkommen, bis wir zu Hause sind. Tanken wir auf dem Weg nach Hause irgendwo nochmal. Wow. Ja, hier bin ich falsch. Hier bin ich falsch. Den Anhänger könnten wir theoretisch mitnehmen. Aber wer weiß, wo der hingehen soll. So. Wir fahren hier LKW Rallycross. Alter, er driftet sogar ein bisschen. Ist ja geil. Jetzt komisch, also in solchen Kurven komischerweise nicht, wo ich es jetzt erwartet hätte. So, wir brauchen jetzt eigentlich erstmal nur dem gelben Weg folgen. Weil den sind wir hergekommen. Und da wollen wir ja auch wieder hin im Grunde. Richtung Autobahn. Wir können auch hier nach Hannover fahren. Alles klar, machen wir. Lernen wir eine neue Strecke kennen. Da stand Hannover dran. Dann fahren wir doch auch nach Hannover. Quasi einmal hinten rum. Passt aber. Wie gesagt, lernen wir was Neues kennen. Na, jetzt aber. Karte passt. Und vor allem geht schnell. Bin gleich da. Dann können wir den auch noch einmal durchwarten, bevor wir den abgeben an den Kollegen. EP für 100 Kilometer während der freien Fahrt. Ach so, ah ja, weil das andere war ja ein Auftrag. Ui. Mit Feuerwehr sogar. Da hat's ordentlich gescheppert. Mich würde mal sehen, ob das jetzt wirklich eine KI. Scheiße. 660. Ob das wirklich eine KI war, die da jetzt reingefallen ist, oder ob das tatsächlich einfach an bestimmten Stellen oder immer wieder fort einfach fertige Unfälle so stehen. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie die das managen. Fahren wir jetzt wieder langsam. Sind ja eben ein gutes Stück geballert, das passt. Hier und den Turm, den gibt es tatsächlich.
Ungefähr, ja, auch in der Region, wo wir uns jetzt theoretisch befinden müssten, wäre so Anderten, da gibt es so einen Turm. Nicht zu 100% so, aber schon sehr ähnlich. Kann ich leider nicht besser hingucken. Ja, ey. Ja, hier, ich kann das auch. Ich lasse euch nicht vorbei, ich lasse euch nicht vorbei. Gleich gibt es ein Ticket wegen Fahren auf der falschen Fahrbahn. Aber was machen die? Die fahren die ganze Zeit dann. Die müssten normalerweise längst wieder rein. Aha. So, da oben ist eine Tankstelle. Da fahren wir jetzt hin. Wollte ich gerade auf die Karte gucken. Unser Zuhause. Oder können wir vielleicht sogar zu Hause tanken? Das will ich mal auschecken. Wir fahren erst nach Hause. Zur Not muss er nochmal selber tanken nachher. Zu aller Not. Wo ist unser Hof? Hier links, ne? Ne, irgendwie nicht so. Da ist er. Na, dann fahren wir rein. Wenn das so ist, dann. Ruhepause. Wer will denn eine Ruhepause? Aber ehrlich gesagt habe ich mir mehr erwartet, wenn wir hier zu Hause sind. Kann ich auch nichts weiter machen. Gut, Zustand. Hier fehlt doch irgendwas vom Bild. Kann ich hier nicht reparieren? Warte mal. Muss ich noch ein Stück weiter vorfahren? Aha. Jetzt Garage verwalten. Das ist doch schön. So, LKW-Manager. Den möchten wir jetzt gerne mal reparieren. Standort ändern, verkaufen, aufrüsten. Und nicht. Garage, LKW-Händler, Auflieger, bla bla bla. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zur Sparkasse, also zur Bank. Und nehmen uns die 400.000. Wir könnten die hier sogar nochmal nehmen. Was es aber nicht besser macht. Dann haben wir zweimal, also 200.000 geliehen für dasselbe Geld, was uns 400.000 kosten. Deswegen nehmen wir den. Haben wir natürlich, müssen wir 7.000 pro Tag abdrücken, haben dafür aber auch eine Menge Asche. Garagenmanager, Fahrermanager, Garagenmanager. Wo war denn jetzt diese Ansicht nochmal?